So, ein wunderschön willkommen zurück zu Vanilla Doom Walkthrough oder Me Speedrun oder nennt es wie ihr es wollt. Episode 4 haben wir nicht an einen Tag geschafft, deswegen jetzt die Fortsetzung kommt. Vanilla, achso, doch, war doch richtig. Genau, war doch richtig. Ist doch alles korrekt hier. Was tue ich denn? Achso, sollte ich vielleicht mal Gamma-Wert hochsetzen? Hier kommt nämlich gerade die Sonne ganz schön rein. Ich weiß nicht so genau. Ich mach's mal. Achso, siehst du? Ja, das hier kann ich nochmal deaktivieren. Das Testphase ist ja vorbei. Ja, ich habe nämlich im Hintergrund ein paar Skripte laufen lassen. Wisst ihr ja, mich hier mein Autoklicker. Und die waren übrigens auch daran schuld, dass bei GZ Doom immer mein Gamma-Wert zurückgesetzt wurde. Das war nämlich gar nicht GZ Doom, sondern das waren meine Skripte, die ich im Hintergrund vergessen hatte, auszuschalten. Ja, blöd gelaufen. So, jetzt können wir Gamma-Wert erhöhen. 1,25 ist immer ein guter Wert. Für den Anfang. Ich meine, doch scheint die Sonne nicht direkt auf dem Bildschirm. Weil, wenn die Sonne direkt auf dem Bildschirm aufscheint, brauche ich immer 1,5 oder so. So, und jetzt kommt hier Hardcore. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen. Nein. Und ich werde doch... Ich mache das gleich hier mit diesen, dass die Heroes Halls untransparent sind, wohl gerade bei der Map. Da weiß ich jetzt schon, das wird mich ankotzen. Deswegen habe ich keine Ahnung, was ist. Ich habe das noch nie umgestellt. Gameplay oder Compatibility? Ach, wisst ihr was? Wir haben hier die Suchfunktion. Lost. Limit Pain, Limit, Lost Souls, yes, Lost Souls, Transparenz, genau, und die bitte auf, Momentchen mal. Also, ich kenne gerade dieses englische Wort nicht, Translucence, aber ist es das Gegenteil von Transparenz? Er müsste es ja eigentlich, weil sonst wäre mit dieser Regel hier genau falsch rum. Na gut, lassen wir mal so. Okay, ja. Jetzt sieht die Heroes so, die. Pff, wieder Sicht. Da kann man die wieder richtig gut sehen. So muss das sein. Ach, wow, der war direkt hinter dem anderen. Wie unfair. Und ja, die Map wird spaßig. Freut euch drauf. Ich weiß nicht, wie lange ich brauchen werde in dieser Map. Aber ich verspreche euch schon mal, es wird lange gehen. Warum? Dann können wir jetzt hier. Was? Boah, dieses Auto, ey, das ist auf der Entfernung immer nicht funktioniert. Nein, nicht wegrennen. Sterben ist die Devise. Nicht wegrennen. Ja. Danke. Oh, da ist ja noch einer. Gott. Alle weg? Alle weg. Na, komm mal her. Was? Wo kommst du denn her? Achso, von unten. Danke dafür. Ja, komm mal her. Ach, da oben. Boah, Alter. Sollst vielleicht mal eine Rakete benutzen? Warum hat der Huren so nach unten? Und ich habe nicht gespeichert. Ich habe noch nicht gespeichert. Ich glaub das nicht. Oh, nö. Oder? Doch, ich habe gespeichert. Achso, vielleicht ich glaube, das hier sah gerade so aus wie der Ausgangspunkt.
Alles gut, hab doch gespeichert. Ja, schön. Trotzdem, was zur Hölle, Alter? Naja, das ist halt. Der Autopilot ist halt ein unintelligenter Autopilot. Deswegen, der macht doch immer genau das, was am nächsten ist und nicht das, was am effektivsten wäre. Und wenn das näherst, das, was am nähesten, am nähersten ist, halt unter mir ist, dann zielt er halt gnadenlos auf diese Fläche rauf. Dankeschön. So, jetzt erledige dich mal hier lieber hiermit. Oh, nicht wieder hier in den Graben reinschießen. Was dabei herauskommt, haben wir gerade gesehen. Aha. Hier doch. Alter, wie viele Raketen schluckten der? So, hier haben wir ein bisschen Munition. Wir haben da hinten ja genau die 20er Schachtel direkt am Start gehabt. So, irgendwo war hier Eingang. Hier, glaube ich. Hä? Wo war doch hier ein Eingang? Ah, ach, einfach durchlaufen. Okay. Okay, ist nur für Plasma, was wir bereits haben. Na gut. So, hier war kein Secret. Schade eigentlich. Gut. Dann heißt das jetzt. Wo ging's da nochmal? Achso, das ist da oben, sowieso. So, hier unten müssen wir jetzt rein. Ich traue mich nicht wirklich, vor allen Dingen, weil die. Ja. Weil wieder überall welche sind, die ich nicht erreichen kann. Oh wow. Autopilot sei Dank. Ne, das wird so nichts. Ich muss hier also erstmal komplett rauslocken. Ah. Oh Mann, dieser. Oh, einer ist noch da, soweit ich weiß. So. Ja, hier kann man nur bei einem einzigen Ort durch. Das ist ein bisschen blöd gelöst. Man muss wirklich hier ganz nach links und dann kann man runter. Ich meine, bei Brutal Doom ist das egal, weil da kann man sich ducken. Aber bei Vanilla Doom ist das halt immer so eine Sache, ja. Shotgun sind weg. Fällt das noch einer? Okay. Das kleine Viech, was auch Mist macht, ist weg. Na komm. Her. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Mann, dieses rote Viech. Kakodime. Wow, warum bist du denn da hinten? Ist das eine gute Idee? Auf der Entfernung schießen in so einem Tunnel? Hey, ich weiß nicht. Ich nehme mal über die Schrotflinte. Wobei, ganz ehrlich, komm, fuck off. Easy. Bin ich Profi oder was? Nani oh my wa. Ja, und genau dieser Teleporter in der Mitte, der wird uns noch ordentlich Kopfzerbrechen bereiten. Weil je nachdem, in welcher Richtung man raut, also von welcher Richtung man dort reingeht, hat einen anderen Zielpunkt. Und wer noch nicht aus der Wortwahl heraus hört, dass es eine komplette Katastrophe wird, der hat Weihnachten verbindet. So, hier war auch noch mal was drin, aber das war glaube ich optional. Gucken wir mal rein. Oh Gott. Hallo. Ja, das ist komplett sinnfrei. Die sind leider zu nah. Lass ich die einfach mal da? Kommen die hier raus? Ich weiß es nicht. Scheint nicht so, sonst müssten die ja schon längst frei rauskommen. Gut, dann lass ich doch erstmal. Ja, das Ding hier darf man glaube ich nicht öffnen, weil dann hat man Softblocking. Wow, vor allem wenn man gegen die Tür schießt, dann hat man Hirnblocking. Ich will doch nur diesen roten Viech da weg haben. Ja.
Dieser Autopilot, der schießt echt ungünstig. Wenn ich das mal so anmerken darf. Ah gut, was soll's. So. Aber wie gesagt, wir dürfen nicht reingehen, weil wenn wir jetzt reingehen und hier was drücken, dann... Oder? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also, sobald sich diese Tür schließt, hier vorne, geht der glaube ich nicht mehr auf. Ich weiß nicht mehr unter welcher... Aber ich habe mich halt schon mal gesoftblockt. Ich weiß nicht mehr unter welcher Bedingung das passiert, aber es passiert gerne. Keine Ahnung. So, ja. Und da geht mich jetzt der Spaß los. Ich weiß nämlich jetzt schon nicht mehr, von welcher Seite man wohin kommt. Das heißt, wir werden uns mal überlegenerweise überlegen. Wir probieren das mal ein bisschen rum. Also, zuallererst. Was? Du kannst da durchschießen? Arschloch. Du kannst dich mehr bewegen. Zuallererst müssen wir dahin. So, jetzt kommen wir von oben. Da sind wir genau wieder da, wo wir gelandet sind. Das heißt, man kommt wahrscheinlich immer aus der Richtung, von der man... Oder man teleportiert sich immer in die Richtung, von der man kommt. Ja, okay. Gut, dann war das also auch die falsche Seite. Dann müssten wir also die rechte Seite benutzen, damit wir dann nach rechts kommen. Die ist doch falsch. Von nee, rechts brauchen wir mal hoch. Rechts brauchen wir nichts. Oder? Doch, hier ist doch der blaue Key. Nein, ich bin hier reingelaufen. Mist. Boah, was mach ich denn da? So. Jawohl, geschafft. Ah, viel gut. Oh Mann, Alter. Die Map, die wird mich jetzt schon gaga machen. Das weiß ich ganz genau. Oha. Stirb halt. Jawohl. So, wow. Da war ein Secret. Ich weiß aber nicht mehr, was das gemacht hat. Ich will mir erstmal den Anzug da holen. Jetzt aber sehr weit weg. Ich tue es trotzdem. So, jetzt haben wir bloß einmal Schaden bekommen. Wohin geht der? Ach, hier hinten hin. War hier was Besonderes? Eigentlich nicht, ne? Hier können wir sowieso noch nicht hin, weil ich brauche mal einen blauen Key. Einen roten Key. Also lassen wir das erstmal. Aber wir müssen im Hinterkopf behalten. Das ist da auch ein... ich habe den noch gar nicht... Ich sollte das mal speichern. Ja. Gespeichert. Und im Hinterkopf behalten, dass da ein Unverwundbarkeitsfixer, wo es da ist. Was auch immer uns das bringt. So, jetzt müssen wir von der anderen Seite, von da hinten. Also da hinten müssen wir hin. So rum. Ich werde dafür auch mal dieses Ding hier benutzen. Einfach weil es ein relativ langer Weg ist, soweit ich weiß. Weil es wahrscheinlich auch gerade Schwachsinn ist. Nee, so lang ist der Weg gar nicht. Ich glaube, das schaffe ich in einem Run. Ja, siehst du, einmal Schaden bekommen gerade mal. Das geht ja noch. So, halt, halt, wo bist du? Da bist du. Moment mal, hier war rot? Ich dachte, hier war blau. Fuck, der Shadow Mount. Oh yeah. Oder muss ich... Ach nee, klar, ich muss hier langlaufen. Ich weiß noch nicht mal, wie das geht. Oh, nervt mich doch nicht. Nein, das ist zu früh aufgenommen. Fuck. Ich bin hier komplett falsch, kann das sein? Hier ist nicht der rote Key. Ja klar, jetzt habe ich mich hin teleportieren lassen. Komm, jetzt mach mal hin jetzt. Weg da. Da hinten ist der rote Key? Wow, ohne Schaden hingekommen.
Klar, ich brauche den blauen Key hierfür und jetzt kann ich daran. Yay! So fucking excited. Exciting. Nein. Beim Ausweichen nicht stehen bleiben. So, sehr schön. Ja, aber gleich mal ein bisschen davon. Hallo? Ein bisschen davon. Hiervon. Bam. Also jetzt müssen wir aufpassen, da sind nämlich überall Kakodiemen. Und die mögen mich nicht. Die Frage ist, kann man sie... Ach ja, man kann ja hier rüber. Das ist natürlich nicht so schön. Wobei, da war ja diese eine Rüstung. Dann gehe ich mal hinten in die Ecke rein. Voila. Kannst du es dir wagen, drei Stück zu verbrauchen? So, was ist hier? Ach so, ich dachte, das ist jetzt ein brauchbares Secret oder so. Pustekuchen ist gar nichts. So, egal, die Rüstung kommen wir schon mal an. Von daher können wir auch jetzt gleich hier lang gehen. Haben, bekommen wir hier wenigstens keinen Schaden. Das war sowas von verschwendet. Egal, ich stehe drauf. Hä? Wie kriegt man die Dinger auf? Von wo denn? Von hinten? Ach, hä? Wow. Wenn man die Fischer die drei Raketen brauchen. Die bringen mich immer komplett aus dem Konzept. Oh, Alter, dass der andere gegen die Wand schießt, die kloppt das, nee. Danke. Wo schießt du denn lang, Junge? Dieser Auto-Aim, ne? Der macht gerade ein bisschen Gaga, ne? Also der ist schon ein bisschen, ne? Der ist schon gewöhnungsbedürftig. Wo komme ich hier hin? Oh oh. Nein, das war. Nein, wo wird der hin teleportiert? Oh Mann, Alter, ich hatte drin. Leck mich. Ich glaube, ich muss hier irgendwie rein, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie genau. Irgendwie kam ich doch... Nee. Hä? Manchmal, wie komme ich denn an den roten Key ran? Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Hier war es definitiv nicht, nein. Hier geht es nicht wieder zum Cyberdemon, genau. Wo kam ich denn einen roten Key? Wow, ja, er ist natürlich in der Pampe. Gott, wo ist dieser rote Key? Da drin ist er doch. Aber wie komme ich da hin? Wo ist da rüber? Genau, da drin ist der rote Key, aber wie komme ich da hin? Wieder mit euren Kacken. Weg. Da, wie viel denn noch? Was hältst du denn immer aus, Junge? So, jetzt bin ich hier. Ja, das war richtig dumm. Oh, das wird eine lange, lange Zeit dauern. Der geht da immer hoch. Egal was ich mache, ne? Der geht da immer hoch. Das ist sowas von gescriptet. Eigentlich weiß ich, dass es in Doom noch keine Skripte gab. Hallo, geh mal weg da. So. Es ist sowas von gescriptet.
Ja, schieß immer drunter durch. Fuck you. Mann, ich brauche irgendwie Leben. Es gibt kein Leben. Okay, wir sind gefickt. Wir sind immer noch gefickt. Na, schieß doch mal. Klar, wird zu spät ist. Ach komm, leck mich halt. Nein, das war falsch. Ich will sterben. Yay. Ja, das war einmal komplett daneben. Danke. Na komm, wo seid ihr denn jetzt? Mädels! Och Mann, was macht ihr denn da bitte für eine Scheiße? Ihr seid doch krank. So. Hat sich jetzt irgendwas getan? Nee, gar nichts. Irgendwas muss ich machen, damit sich das Ding da runterhebt. Oh, wow, danke dafür. Das wollte ich gerade nicht. Na gut, gucken wir mal die ganzen Seiten hier ab. Das ist eine Map. Ich sag's dir, die Map hier, die ist immer Katastrophe. Also bei der Map, da weiß ich nie, wo ich hin muss. Raus. Was hier irgendwas? Garantiert auch nicht. So. Hier war bloß der Key. Genau. Schalter gab es hier keinen. Und überall liegen diese scheiß Pinky. Nein. Die scheiß Fotzen rum. Na komm. Los. Hier ein Schalter. Nein, das sieht mir aus wie ein Secret. Ja, ist ein Secret. Als dass es jetzt gerade recht herzlich wenig bringt. So, ja, nee, da ist der Cyber Demon. Das bringt mir auch nichts. Ist auch kein Schalter oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Ja gut. Vielen Dank, dass Sie mit der Pandora geflogen sind. Ich glaube mal, die Aufnahme ist damit gelaufen. Ich habe nämlich keinen Plan, wie es weitergeht. Hat sich die Schalter nicht gerade schon gedrückt? Oh Alter, warum kriege ich hier so oft Schaden hintereinander? Digga, ich habe so Rüstung an. Ich wieder hier. Das bringt mir doch gar nichts. Ich bin ein bisschen total irritiert. Kann sein, dass ich irgendwas machen musste? Wenn ja, was? Weil dran erinnern kann ich mich nicht. Oh Mann, ey. Die Schalter da haben wir bereits gedrückt. Das kannst du nochmal probieren. Aber wie gesagt, den dürften wir jetzt schon gedrückt haben. Ja, genau.
Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ne? Klar, da oben kriegt auch Schaden drauf, klar. Ach, leck mich doch. Hier kriegst du nicht mehr rein. War ja soweit nicht. Das hier war der Raum? Ach, siehst du, okay. Hätten wir uns auch erklärt, welcher Raum das hier war? Na klar, eben. Ja. Moment mal, sag mir sicher, dass ich da raufspringen muss. Na komm, jetzt gib doch mal einen. Doch, so war das. Ach, leck mich doch. Ihr seid doch alle krank. Na komm. Wo kommst du bitte? Das wäre mal eine Niederlage Deluxe. So, jetzt fährt das Ding hoch. Okay, und jetzt müsste auch der Cyberdemon draußen sein. Ja. Das war ja mal eine Aktion. Wow. Na komm, komm, komm. Alter, hoffentlich ist das die letzte so verfuckte
Aua! Ich habe viel zu wenig Leben. Wobei nicht, ich habe 70%. Ich kann aber auch hier nicht schnell genug weg. Ist halt. Ich habe halt hier zu wenig Fluchtmöglichkeiten. Kannst du bitte einfach mal stehen bleiben? Nein, nicht runterfallen. Ach Gott, dammit. Ich hasse dich und deine gesamte Brut. Komm, hoch mit dir. So gut wie tot. Oh Scheiße, ich bin schon wieder falsch. Nee, komm, wir müssen erstmal warten, bis das Ding hochgefahren ist. Von ihr schießen geht gar nicht. Da haben wir keine, keine Ausweichmöglichkeiten. Die wir auch nur semi optimal nutzen können. Meine Fresse, willst du mich denn ruinieren? So, das heißt, auf den kommen wir schon mal nicht mehr rauf. Ah, ne, doch, kommen wir raus. So, hier war nämlich noch ein bisschen Health. So, und hier kann man nämlich auch einigermaßen sich gut verstecken. Wo ist der jetzt so viel Lack? Ach klar, er hat es auf dem Cyberdemon abgesehen. Auf dem Gakudemon mache ich doch. Na komm. So, jetzt ist nämlich hinter uns keine Wand, die er treffen kann. Wo ist der jetzt schon wieder lang? What the fuck? Na komm, schieß den Cyberdemon ab. Kakudemon. Ja. Hast du fein gemacht. Jetzt gestorben. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der das Ding immer unten auf den Boden aufschießt, wenn er. Ah nee, doch, der trifft den Cyberdemon schon. Das Problem ist auch, ich kann nicht speichern, weil ich wie gesagt nicht genau weiß, ob er wirklich den Cyberdemon trifft oder ob ich die ganze Zeit gerade gegen den Boden schieße. Aber sieht so aus, als wenn ich den Cyberdemon treffen würde, weil er tritt immer ein Stück. Ne? Na hier, der hat halt diese Aua-Animation. Na komm. So, voll daneben. Ich habe noch zwei Raketen, das reicht nie im Leben. Oh Gott. Ich bin halt einfach zu weit weg. Und von hier aus kann ich nicht schießen. Das geht nicht. Wow. Lacke ich doch. Das funktioniert alles nicht. Ach Gott, damn it! Ah, hier bin ich zu hoch. Kann ich hier schießen? Keine Ahnung. Sieht man nicht. Ach man, wer hat diese Map erfunden? Ganz ehrlich. Du kannst hier nichts machen, weil du nichts siehst. Hier musst du immer wieder die erstmal die richtige Stufe finden. Ach komm.
Leck mich halt hart. Ja, ich habe keine Ahnung. Gut, dann suchen wir mal die Unsterblichkeitspille. Ich glaube nicht, dass die auf der... Ja, dass die so... Ach komm, leck mich halt fett am Arsch. Meine Fresse, willst du mich denn ruinieren? Bin ich ja schon wieder hier. Ach komm, wieso geht das? Nee, okay, können wir nicht nutzen, weil die nicht runtergeht, obwohl wir die rote Karte haben. Ich habe immer noch keinen Plan, ob ich treffe. Claro! Nee, ist klar, ist komplett legitim. Ich glaube, ich treffe ihn gar nicht. Ich treffe ihn sowas von überhaupt nicht. Echt, ist wirklich hier die... Ach, die Reinkarnation von Scheiße. Los! Ja. Gut, okay, das heißt, er ist unverwundbar. Wir müssen also No-Clip aktivieren und ins Ziel laufen. Yay! Komm, leck mich doch. Nee, wie sollen wir ihn treffen? Nichts funktioniert, weil der Auto-Aim funktioniert auf der Entfernung nicht und er ist genau auf der Höhe, dass meine Sachen immer unten gegen die unterste Stufe schießen. Ich habe also keinen Plan, wie wir das machen sollen. Wir könnten uns da hinten hin teleportieren, aber da sind wir komplett wehrlos ausgeliefert. Das wird also gar nichts. Ja, wird absolut gar nichts. Es ist einfach ein Traum, ey. Komm, ganz ehrlich, das ist doch Bullshit hier. Wer findet denn so einen Dreck? Vor allem ist hier alles auf der gleichen Ebene. Es gibt nichts, was hier etwas höher ist. Außer diese eine kleine Stufe da. Das ist doch nicht mehr normal, ey. Ich hab keinen Plan. Das ist auch alles. Doch, wir schießen drüber über die Stufe, ne? Gerade so. Ach Gott. Tja, also allein die Map geht jetzt schon wieder eine ganze Stunde. Also werde ich nur eine einzige Folge aufnehmen und das war's dann auch. Ja. Ja, komm, leck mich. Was wollte ich gerade machen? Ach genau, da hinten hin, nochmal das rote Ding da aufmachen. Geht natürlich immer noch nicht, obwohl ich die rote Karte habe. Gut, dann muss ich wohl manuell da hinten hinrennen. Na komm jetzt. Ach klar, klar. Ja, ist klar, komm. Komm, ganz ehrlich, das ist... Mit sowas hätte ich jetzt gerade einfach rechnen müssen. Also der Teleporter geht nirgendwo hin? Ist der nur hierfür gedacht? Okay. So, die Sache ist, von hier kriegen wir ihn nie im Leben erledigt. Keine Chance. Können wir komplett in die Tonne treten. Ach man, von hier aus sehen wir wieder nichts. Oh Mann, Alter, komm, ganz ehrlich, was ist denn das hier für Müll? Ja, klar. Ach Gott, damn it.
Dann schieß halt nicht. Geht also auch genau gar nicht. Komm, das wird definitiv. Nee, komm, das wird alles nichts. Das ist alles Bullshit. Ja, Mann. Na gut, ich probiere mal was, mal gucken. Vielleicht bringt das ja was, ich habe keine Ahnung. Müssen wir hoch erstmal hinkommen. Ah Gott, damit. Wo war das jetzt denn? Wo war das? Ja. Wo ist jetzt halt, stopp da. Nope, er nicht so. Funktioniert gar nicht. Okay, gut. Ja, dann heißt das jetzt. Immer mal ein bisschen mit Raketenspiel. Und jetzt, wenn wir ein paar Mal getroffen haben, können wir speichern. Ist zwar Cheaten hoch 20, aber ganz ehrlich, wenn das Spiel cheaten kann, kann ich auch cheaten. Was für ein Glück das Hyper Demon hat, dass rein zufällig hinter mir in der Treppe ist, wo er schön gegen schießen kann. So, 5 Raketen haben wir noch, mal gucken, ob das reicht. Tja, bei allen darf man sich also auch nicht. Thank you.
hab noch 7 Raketen. Irgendwie denke ich mal, das wird nicht reichen. Ich schieße andauernd links gegen die Wand. Das gibt's doch gar nicht. Ja, genau. Spiel verlassen ist auch die beste Entscheidung. Ich wollte eigentlich nur neu laden, aber ich glaube mal. Die F9 und die F10 Tasten liegen nicht ohne Grund direkt nebeneinander. Na komm hier. Und ich dachte schon, die Maps von Doom 2 sind kacke. Aber da habe ich wohl die Map hier komplett vergessen. So, gibt es hier noch irgendwo Raketen? Ich glaube nicht, ist mir so gerade vollkommen egal, ganz ehrlich hier. Ja, da haben wir heute genau eine Map geschafft. Es wird also doch nicht nur ein Zweiteiler, die vierte Episode, sondern die Episode wird ein 200-Teiler. Ist auch gar nicht mal so schlecht. Habe ich wenigstens noch ein bisschen Content für die nächsten 3 Jahre. Ja, das sieht gut aus. Ja. In dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit V.